Was sagen Sie eigentlich dazu, dass die Spitze der geistigen Evolution überschritten ist? Was sagst du dazu? Das fällt mir nicht ein. Nee? Nee. Warum nicht? Hab ich nie was von gehört. Okay. Und was sagen Sie dazu, dass die Spitze der geistigen Evolution überschritten ist? Gar nicht viel. Gar nicht viel? Nein. Und was sagt ihr dazu? Ist geil. Bitte? Geil. Wieso geil? Wieso nicht? Weißt du, was das bedeutet? Nee. Nee? Naja, es geht bergab, ne? Ja, dann werden wir jetzt alle dumm. Genau. Und was sagst du dazu, dass die Spitze der geistigen Evolution erreicht ist? Ich finde, das stimmt nicht, weil ich finde, die Menschheit entwickelt sich immer weiter, aber manche halt nicht und ja, ist halt unterschiedlich. Ja, interessant. Und was meinst du genau? Also ich weiß jetzt nicht genau generell, aber so im Allgemeinen. Ja, verstehe. Und was sagen Sie dazu, dass die Menschen immer dümmer werden? Dümmer? Oh, ganz schlecht. Ja? Ja, ist nicht so gut. Nee? Nee. Ist Ihnen da schon mal an jemandem aufgefallen? Gibt schon einige, ja. Bei wem denn so? Ja, schon im Freundesbekannteskreis. Das ist ja nett. Und was bedeutet das für die Menschheit? Die sollen mehr in die Schule gehen und für die spätere Zukunft denken. Und zu wenig kiffen. Zu wenig kiffen? Ja. Das ist cool. Und woran merkt ihr, dass die Leute immer dümmer werden? An mir. An ihm. Hauptsächlich an mir. Geil. Und woran merkst du das? Am Aussehen. Am Aussehen? Wie sieht so ein richtig dummer Mensch aus? Blond, blaue Augen. Verstehe. Und woran merken Sie das? Woran ich das merke, dass die Menschen immer dümmer werden? Wenn eine Karin Geiss sagt, wie heißt sie denn? Carmen Geiss sagt, wer die Bibel geschrieben hat, Jesus. Ja, daran merke ich das. Ach so. Wie blöd die Leute sind. Verstehe. Und an wem ist Ihnen das schon aufgefallen? An uns selber. Cool. Und zählt ihr eher zu den Schlaueren oder zu den Dümmeren? Also ich gehe zu den Schlaueren. Ich auch. Du auch? Ja. Man sagt ja, die Spitze der geistigen Evolution ist erreicht. Was sagst du dazu? Wie Revolution? Die Spitze der geistigen Evolution. Was ist denn Evolution? Das wissen wir leider nicht. Nee? Nein. Weißt du es? Sag mal was. Keine Ahnung. Keine Ahnung? Die Evolution ist doch das hier, Steinzeit und sowas, ne? Ja. Was sagen Sie? Seid ihr von der Bild-Zeitung? Nee. Wir sind von Pro7. Pro7? Und was sagen Sie jetzt dazu? Amen. Amen? Wir treffen uns auf dem Altermarkt und trinken jetzt einen Glühwein. Cool. Und was sagen Sie zu der Verdummung? Da merkt man so zum Beispiel, wenn Umfragen sind im Fernsehen, boah, was antworten die denn, die 18, 19-Jährigen? Aha, testen wir mal. Was ist die Hauptstadt von NRW? Bonn. Da haben wir es ja schon. Nee, ist es nicht, ne? Nee. Siehst du? Ja, das ist. Und wie tragen Sie sonst noch zur Verdummung bei? Wenn ich mich um nichts interessiere, so. Einfach nur mein Ding so im Tag hineinleben. Ja. Und wozu würdest du sie zählen? Hochintelligent. Hochintelligent? Nein. Kennst du die Hauptstadt von NRW? Berlin. Ja, das ist hochintelligent.